So, herzlich willkommen zu meiner neuen Farm oder meiner, nein, nicht neuen Farm, sondern meiner Farm und jetzt auch mit Pferdchen. Und das Coole ist, ne? Yay! So, hier haben wir übrigens so einen kleinen Liebesbeweis für uns gemacht, ne? Bisschen Diddle-Romantik, unsere Namen im Rasen verewigt. Ja, das andere hatte ich, glaube ich, hatte ich auch noch nicht gezeigt. Die Gewächshäuser habe ich jetzt hier hingebaut, weil sie auf der anderen Seite im Endeffekt ja zu Problemen führten, weil man sie nicht anständig ausladen konnte. Hier sind halt Schweineställe noch, ein Schweinestall. Neue Halle gebaut. Ja, Reben sind alle weg, weil, ne, kaufe ich zu, ist mir echt sonst zu viel Aufwand. Oh, das war ein bisschen eng, Entschuldigung, Hotti. Ja, nun aber, jetzt aber auch nicht. Nur nicht rumbocken hier, ne, so. Läuft schon richtig gut. Muss man ja auch eben mal immer machen, damit es den Tieren gut geht. Wir haben halt zwei angeschafft, ne? Einen für sie und einen für mich, ein Pferdchen. Ne? Über die Mauern kommt ihr übrigens nicht rüber, egal wie gut trainiert euer Pferd ist. Es tut zwar so, als käme es darüber, aber definitiv kommt es das eigentlich nicht. So, gucken wo es ist. Gleich sauber machen. Schön stehen bleiben. Bleib doch mal stehen, Herr Kerl. Meine Herren. Oh, geht nicht. Bleib doch mal kurz stehen. Wie sauber bist du? 100%. Okay. Okay, Google, stopp den Counter. Okay, Google, lösch den Counter. Okay, eigentlich reicht auch Stopp, aber egal. So, das ist nämlich mein Grüntee, der jetzt fertig ist. Grüner Tee, der tut nicht weh. Grüner Tee, der schmeckt recht gut. Grüner Tee mit Ingwer drin. Da da di, da da di, da da di, da da da. Wow, wow. Ne? Ein Glück passiert hier nichts. Man tut dem Tier ja auch nicht weh. Ne? Schweinchen. So, wir wollen eigentlich aber bei euch durchrennen. Das sieht ein bisschen albern aus jetzt. Oh. Hey, hallo Junge. Wow. Naja. Das sieht halt alles noch nicht so wirklich perfekt aus bei der Animation, aber es geht schon. Also, wir haben es auch schon schlimmer gesehen in Spielen. Muss ich sie halt nur bewegen. Dann haben die ihren Wohlfühlfaktor und dann sind wir Menschen auch glücklich. Und muss ich noch Rasen pflanzen, so wie es ausschaut. Man kann ihn auch ein bisschen verlangsamen. Oh, schmutzig ist er. Ja, mein Schwader. Hey, der wird ja ganz braun. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Also, ja, gut, dass er schmutzig ist, das habe ich jetzt begriffen, aber ne, der wird auch nicht so braun, deswegen. Wenn ich aus dem Old Black Beauty, Brown Beauty.
So. Warum kann ich den jetzt nicht? Hä, hallo? Krieg ich nicht kaputt. Oh, steht auf jeden Fall Brava dabei rum. Gut schaut's aus, Junge. Gut schaut's aus. Beide schauen hier gut aus. So, Futter habt ihr schon gekriegt. Wir müssen uns jetzt, es ist März, wir müssen uns um die Aussaat kümmern. Das ist viel, viel wichtiger. Wir können Hafer aussehen und wir können Sorghumhirse, glaube ich. Nee, die können wir erst nächsten Monat aussehen, aber Hafer können wir aussehen und den brauchen wir für die Pferdchen. Und dafür brauchen wir dafür wirklich einen großen? Ich weiß es gar nicht. Aber wir können es machen, das ist egal. Kostet nichts. Wir haben so viele Traktoren. Ah, diese Maschine steht da unten, ne? Ja, das ist ein Zehner. Ja, da steht die Sandmaschine. Sehr schön. Wir haben noch gar keine zweite Sa ja, wir haben nur eine Liegemaschine, okay. Gut zu wissen. Hafer brauchen wir vor allen Dingen eigentlich auch fürs Müsli ja sowieso auch. Dementsprechend sollten wir uns überlegen, die beiden großen Felder komplett mit Hafer zu bestellen. Ach, wir haben ja die kleineren Saatmaschinen hier noch. Stimmt. Da können wir dann noch einen von den 49ern für nehmen. Gedüngt müssten eh alle Felder gleich gut sein. Dafür habe ich gesorgt. Jetzt setze ich meinen Kopfhörer wieder richtig auf, damit ich das Gefühl auch wieder richtig habe. So. Ups. Wir fahren aber schon ganz schön rabiat heute, ne? Gebe ich gerne zu. Immer dran denken, ich fahre Tastatur, ne? Und dementsprechend, ja. Überlegung ist übrigens noch 2 bis 3 Schafställe zu bauen. Und noch ein bisschen mit Wolle zu experimentieren, aber das ist jetzt noch nicht ganz das Wichtigste. So, wir wollen keine Sorghumhirse. Wir wollen Hafer. Wobei Sorghumhirse auch einen definitiv ganz großen Vorteil hat. Ihr braucht sie nicht zu walzen. Also jedenfalls wird das Spiel das nicht. Interessanterweise, es macht's relativ einfach. Ihr habt einen Mörderertrag. Dieses Mal werde ich auch definitiv darüber nachdenken, Stroh hinterher zu machen. Weil so viel Stroh, wie wir verbrauchen, das Geld können wir uns sparen. Ich weiß, auf die Idee hätte man auch vorher mal kommen können. Bin ich aber nicht. Und dementsprechend, ja. So, jetzt brauchen wir einen, nehmen wir mal einen Neuner. Wir haben so viele Neuner Traktoren. Und ja. Ich habe mich immer noch nicht um die Nummernschilder gekümmert. So. Eigentlich müssten wir alles mit Hafer anpflanzen, weil wir brauchen fürs Müsli und wir brauchen es für die Pferde. Und wir haben dann automatisch auch Stroh. Eigentlich könnten wir das überall anpflanzen. Die beiden großen Felder werden wir auf jeden Fall damit machen. Ich bin fast sogar eher ein Fan von dem Neuner. Der Zehner ist mir fast schon eine Nummer zu groß, muss ich sagen. Klingt verrückt, aber ist irgendwie, weiß ich nicht, warum auch immer so. So. Eigentlich könnten wir das mal machen. Dann haben wir Stroh für die nächsten 20 Jahre. Nur so ein Strohlager bauen. Ja, die LED-Geräte sind immer cool, muss ich auch wirklich sagen. Also ich mag die Firma auch. Das ist auch so eine Firma, die ich sehr schätze. Und nicht nur, weil die immer sehr nett zu Endplay sind, also zu Ansgar, sondern weil die einfach, das ist so eine deutsche Firma, wo man einfach weiß, die haben was, haben es drauf einfach, ne? So gerade stellen, damit auch zeigen, dass ich es auch drauf habe. Sehr schön, loslegen.
Sehr schön. Das ist schon eine ziemlich coole Sache mit den Dingern. Wir müssen auch dieses Mal, müssen wir glaube ich mal gerade bei dem großen Feld wirklich mit der großen Walze arbeiten, sonst walzen wir uns da tot. Das dauert sonst echt ewig und 3 Tage. Aber schauen wir mal, wie wir es machen. Er macht es jedenfalls relativ gut. Was mich wundert, ist, dass er in so einem hohen Drehzahlbereich arbeitet. Aber das ist seine Entscheidung. Mich kostet natürlich den Sprit. Arbeitsbreite ist okay, die ist jetzt auch kein Burner, aber man sollte immer bedenken, eigentlich reicht es. So. Immer sehr lustig, wenn er da den Berg hochfährt, eigentlich schon mit dem Gewicht lange vorher hängen bleibt. Ne? Hier muss man mit ein bisschen Versatz fahren, weil das Feld hinten breiter wird. Übrigens wie immer nordfriesische Marsch, ne, ganz klar. Als ehemaliger Hamburger und in Bremen geborener nimmt man natürlich eine Nordkarte. Und ja, es hat einen anderen Hintergrund, es hat einfach den Hintergrund, dass ich vernünftig große Felder zu schätzen weiß und nicht solche Pöksel Möksel. Fährt er gerade? Sieht so aus, ja. Okay, dann kann er auch arbeiten. Dann ist gut. Dann können wir gleich den nächsten Neuner nehmen. Auch wieder mit einer Saatmaschine und die nächsten Felder machen. Ne? Wir machen mal eine Hafermonokultur, würde ich sagen. Ne? Auf allen Feldern. Eigentlich müsste man das machen. Weil eigentlich ist es total sinnvoll und wenn wir, wie gesagt, Stroh ballen oder auch Stroh einsammeln, wir müssen ja keine Ballen draus machen, kann man draus machen, aber muss man ja nicht, dann hat man eigentlich alles, was man braucht, glaube ich. Bitte nicht wundern, ich habe mir das Second Year Season Pass Paket nicht gekauft. Das hat für mich einen einfachen Hintergrund. Ich habe keinen Inhalt gesehen, der mich auch nur annähernd interessieren würde. Das ist aber jedem persönlich überlassen. Ich sehe zum Beispiel jetzt bei diesem Package mit den Ballenmaschinen überhaupt keinen Grund, also halt überhaupt keinen Grund. Ja, Gras könnte man theoretisch genau, hätte man genauso auf einem großen Feld mal machen können. Ganz, weil Heu und Stroh brauchen wir, Heu und Gras brauchen wir halt auch. Andererseits könnte ich auch die 2 Felder hier nebenan noch kaufen, aber die sind immer so blöd zu bewirtschaften, weil die so schief und krumm sind. Ja, das ist eben halt auch immer doof. Da müsste man sich überlegen, nochmal vielleicht da unten, wo die Dreierfelder, dieser Hof inmitten der 3 Felder ist. Das da nochmal zu machen, weil da geht es theoretisch ziemlich gut. Das wäre nochmal eine Überlegung wert. Müssen wir mal gucken. Ja, unsere Bienchen waren auch schon fleißig, haben auch schon wieder Honig gemacht. Ne? Habe ich hier hingebaut. Ne? Ist das nicht schön, unser Bienenstock? Ja, gut, bei Hafer glaube ich, werden sie nicht viel erreichen. Das gibt keinen großen Bonus. Das wäre eher so Richtung Raps. Aber Raps ist, glaube ich, auch so mit das ertragärmste, logischerweise, nicht reichste, sondern wenn man das Gegenteil davon haben will, das ertragärmste, was man sich anpflanzen kann. Und dementsprechend, oh Mann, wie fahren wir denn hier? Ja, Mann, erster Tag Grundschule, ja, bevor wir Opa. Ja. Meine eine angeheiratete Nichte, wollte ich gerade sagen, dann ist er ja nicht noch lange nicht angeheiratet, aber
Meine eine Nichte hat das ja auch schon zu mir, sagt ja auch immer zu mir, Opa, wenn ich so stöhne und so kaputt, sagt sie immer, Opa. Das wäre nochmal eine Überlegung. Hier, wo wirklich, aber auch wirklich gerade Felder zu finden, das ist eben halt das leidige Problem. So, hier haben wir schon, das müssen wir auch, müssen wir uns auch darum kümmern, haben wir schon Mist gesammelt. Oh, wir müssen diesen Monat ganz, ganz viel machen. Wir müssen Mist gesammelt, wir müssen Futter sicherlich auch auffüllen. Oh, das sieht auch schon wieder, das geht noch. Das hält vielleicht sogar noch einen Monat, wenn wir jetzt diesen Monat beschließen, wir machen einfach, wir kümmern uns jetzt einfach mal nur um Ernte, 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 ne? Kann man so machen. Wir werden jetzt mal Mist hier abholen, komplett und auch drüben, damit wir, das sind halt Einnahmen und mit diesen Einnahmen kann ich eben halt gut die Kosten für die Helfer decken. Ja, es bringt uns bei der Summe, die da oben steht, auch nicht um. Und wenn man sich erinnert, stand da beim letzten Mal irgendwas mit 14 Millionen, ne? Aber ich meine, welcher Reiche möchte auch schon ärmer werden? Und ja, das mag für viele Leute bescheuert klingen, und das mag so klingen wie, ja, mein Gott, du hast jetzt hier, ne? Du hast jetzt hier einen Riesenhof, du nimmst ein und ein und ein und ja. Und du hast wenig Ausgaben, ja, habe ich auch wirklich. Klar, wenn ich jetzt noch Strom machen will, dann hätte ich wieder noch einen Wender oder was weiß ich was. Ballenpresse vielleicht, oder ich mache es eben halt wirklich über Ladewagen, was ich auch schon überlegt habe, weil eigentlich ist das Bequemste, was es gibt. Und wenn man dann mit einem großen Wender die Bahnen auch noch ein bisschen zusammenfährt, dann schafft man damit auch was weg. Das ist eben halt, das ist auch immer so mein Problem. Ich will immer was schaffen. Ne? Also das wäre definitiv auch eine Möglichkeit. Und wir können ja das Stroh, glaube ich. Aber wir können das Stroh auch in die normalen Silos hier füllen. Ist also grundlegend auch erstmal gar kein Problem. Ne? Fahren wir gleich zum Schweinemastbetrieb rüber. Irgendwie den interessanten Fehler in Dings entdeckt, wenn ich mit dem Autoload-Palettenanhänger neben meiner Bäckerei stehe und der ist voll und lädt ab, dann hüpft er so rüber Richtung Bäckerei. Das ist auch etwas leicht dämlich, aber egal. So, hier wird nicht viel drin sein. Nee, hier ist nicht viel drin. Wobei, jetzt haben wir zwei Wagen mit. Ja, dann fahren wir sie halt beide weg. Mir doch egal. Fahren wir sie halt beide weg. Da würde sich so ein 700er jetzt bestimmt massiv anstrengen, wenn der beide wegfahren müsste. Müssen beim Schweinefutter müssen wir dann auch sicherlich nachfüllen. Auch lange nicht mehr nachgelegt. Das wird wieder nichts, sag ich ja. Auch wenn die sogar gelenkt sind. Die sind gelenkt, aber nicht gelenkt. Ja, ach, jetzt geht's. Das wäre jetzt schon fast ein bisschen viel, glaube ich, für den. Man merkt ja auch jetzt schon, selbst hier im Spiel, dass er sich echt anstrengt. Dafür müsste man eigentlich wirklich einen Tausender nehmen und ich muss auch mal so Tausender abstellen, wirklich, den ich farblich auch von den anderen Fahrzeugen trennen. Ne? So, den Hänger umschalten. Der richtige ablied auch. Aber so schaffen wir denn wirklich noch ein bisschen Mist weg. Das ist gar nicht so schlecht. Hier ballern wir nochmal 100.000 locker hinterher. Das ist echt. Das schafft was. Glaube ich jedenfalls. Wenn ihr Geld verbrennen wollt, ne, und das könnte ich jetzt natürlich tun, weil ich eigentlich mehr als genug habe, dann könnt ihr einfach hier immer auf Zukaufen drücken und dann die volle Summe zukaufen. Das ist wirklich teuer.
Aber das wollen wir diesmal spaßeshalber einfach mal machen, weil wir einfach mal sagen, dass wir alles, was auf dem Hof ist, werden wir verkaufen. Und wir werden mal einmal jetzt eben halt alles auffüllen. Wir werden jetzt mal richtig Geld ausgeben. Zack. Das kostet uns Massen an Geld. Das steht in keinem Verhältnis zu dem Container, der da steht. Ne? Nicht vergessen. Also zu dem Container, wo ihr euch alles rausholen könnt. Also das hier ist wirklich eine absolute Notlösung, oder ihr habt eben so wie ich mehr als genug Geld und es interessiert euch einfach einmal nicht. Was aber trotzdem natürlich massiv uneffektiv ist, ne? Das muss man eben mal halt sehen. Machen wir auch hier jetzt mal ausnahmsweise. Halt, wir müssen sowieso vorher noch die anderen. Aber sowas hier können wir zukaufen. 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 Jetzt hier seht ihr es, ne? 122.000 ist natürlich 500.000 Stroh, ein absoluter Witz. Steht in keinem Verhältnis zu dem. Und Mist haben wir gerade alles reingefüllt. Können wir also auch zukaufen. Und bei den Bäckereien machen wir das jetzt auch mal, weil wir sagen wirklich, wir verkaufen jetzt einfach mal alles, was wir am Hof haben, haben wir gesagt. Mehl haben wir schon verteilt. Gar nicht schlecht. Wir haben also einen Teil schon definitiv verkauft. Ausgangsmodus ändern. Eigentlich können wir es eigentlich auch direkt verkaufen. Ne? Eigentlich ist es totaler Blödsinn, dass wir die Steine, die uns sowieso kein Geld bringen, ja, die können wir auch direkt verkaufen. Gute Idee. Hier auch nochmal eben. Ja, man könnte auch in die andere Richtung machen. Nein, ich will keinen Zucker hier drin haben. Definitiv nicht. Ich will hier nicht mit Dings arbeiten. Honig, das wird mich jetzt. Für die Menge ist es der Wahnsinn. Ne? Und das machen wir jetzt halt überall einmal und dann sind wir der Arm. Nein, sind wir nicht, aber wir werden diesen Monat mit einem so massiven Minus abschneiden, das kann ich euch in Worte gar nicht fassen. Also da werden wir diesen Monat, also hier ist genau, oh, Olivenöl lagert immer nicht aus, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Eines der wenigen Dinge, wo es nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil es auch nur 5.000 reingehen. Wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Wir werden den Ausgangsmodus auch mal in Direktverkaufen setzen. Mal sehen, ob das dann funktioniert, weil finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, und jetzt haben wir den ganzen Hof erstmal, boah, teuer ausgestattet. Das geht übrigens hier nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Hier wäre das auch klasse, wenn man einfach jetzt hier drauf klicken könnte und dann könnte man das zukaufen. Das geht hier nicht. Bei Tieren ist das nicht möglich, das geht nur bei Industrie. Aber ihr seht, was ich jetzt ausgegeben habe. Ne? Da kann man schon mal rote Ohren kriegen, oder? Jetzt ganz ehrlich. Ne? Also der muss auch gleich. Ja, haben wir sogar schon gemacht, okay. Ja, daran seht ihr, ne, das ist Kapitalverbrennen ohne Ende. Das holt ihr mit der Biogasanlage und auch mit allem anderen nicht wieder rein. Ne. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr zu viel Geld habt oder ihr überlegt euch, ich muss Geld verbrennen. Ne. Eine logische Erklärung dafür gibt es nicht, dass man das macht. Faulheit. Das gebe ich gerne zu.
War es in diesem Fall, meine Freundin würde mich köpfen, wenn sie das sieht. Hat mir hier schon die Eier haben wir schon rausgefördert. Ja, okay, sehr gut. Die sind auch schon, achso, die sind auch schon weg sogar. Da haben wir gar nicht so viel zu verkaufen. Eigentlich haben wir den Brot haben wir auch schon weggebracht. Boah, dann haben wir aber massiv Minus gemacht. Jetzt nochmal Butter. Mein lieber Herr Gesangsverein, ja, da haben wir jetzt aber massiv auf den Putz gehauen. Mehl ist auch, ne, da steht einer. Da steht auch noch ein Brotkorb. Uns fehlt irgendwie so ein kleiner Traktor, um den Lüttenanhänger, den haben wir da auch noch irgendwo hier rumstehen, um den zu bedienen, da der kleine. Dafür sind die eigentlich zu groß und den kleinen Fendt-Indraner, da mag ich nicht. Da stehe ich zu. Da stehe ich zu. Ich weiß nicht warum, aber den mag ich nicht. Dann müssen wir uns dieses Mal wirklich was anderes holen. Könnten natürlich auch hier so ein Fendt TMS nehmen. Zum alten. Weil der hat auch noch 115 bzw. 155 PS. Ja, es würde ja grundlegend dafür reichen, ne? Da gerade keiner auf. Ja, das ist schon cool, was man hier wieder. Keine Fronthydraulik ist irgendwie auch ein bisschen doof, ne? Wenn dann richtig, ne? Immer. So. Den kaufen wir uns als Oli jetzt einfach dazu, okay? Ja, machen wir einen Teppich rein. Aus für den Original, du. Nein. Radgewicht. Immer. Hab ich immer drin für einen besseren Auftritt. Aber da müssen wir definitiv Radgewichte 2 nehmen, sonst sieht das echt ein bisschen albern aus hier in dem Ding. Ja. Gut. Und da wir ein Dings kaufen, da wir einen Hänger fahren, machen wir auch gleich ein Gewicht dran. Immer das gute Akkugewicht. Weil es sonst eigentlich. Oh, hier macht er nicht mehr ein bisschen Ende. Okay, gut zu wissen. Jetzt noch mal durchschalten. Das wird im Moment dauern. Den können wir nachher, da können wir auch den Samen hier mit ersetzen, glaube ich. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier haben wir ein bisschen weit Rasen gemäht, deswegen liegt er hier auf der Straße und der verdorrt ja auch nicht. Das ist immer das Lustige dabei. Ja, der war aber schon gar nicht so unaktuell. Der hat ja sogar schon ein Farbdisplay hier an der Seite. Der kann so alt gar nicht sein. Ah, jetzt bin ich zu weit gefahren. Ja, manchmal gehst du einfach zu weit. Ja, oder du fährst zu weit. Genau. Nö, bin ich gar nicht. So. Miep, Autoload einschalten. Irgendwo stand jetzt hier noch. Gemeldet hat er uns dieses Mal beim Spielbeginn, dass Aldi einen hohen Bedarf hat. Dementsprechend können wir alles zu Aldi fahren. Hat er aufgeladen? Gut. Hier steht noch Butter rum. Hier auch noch. Sehr schön. Gibt alles Geld der Welt. Ich
glaube, hier stand ein Dings Mehl noch rum. Ja, fährt sich schon gut. Also noch eine die Knauf auch da drauf, das kenne ich halt auch noch von früher. Auch wenn es bei meinem Onkel kein Fan war, sondern ein Same. So, haben wir hier zum Zucker gucken, aber da wird auch nichts sein, oder? Ja, Zucker ist nix. Hier beim Mehl ist auch nichts. Ja, dann fahren wir nochmal rüber zum zweiten Hof und holen wir das Olivenöl ab, was wir gerade so am Dings rausgeholt haben. Oh, für den Mann 53 ist auch in Ordnung. Ja, mal ein bisschen behutsamer mit dem Hänger heizen. Und das Coole finde ich auch, das hier ist richtig gemacht mit den Anzeigen. Denn wir haben zwei Blinkeranzeigen im Endeffekt. Und ja, wofür ist die? Na, 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 wer hat in der Fahrschule aufgepasst? Wofür ist die? Ja, die zweite Anzeige ist, zeigt immer an, ob der Blinker am Hänger auch funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ich bin lange kein Hänger mehr gefahren. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass es das heute noch gibt. Hier hat einer die Erdbeeren schon geklaut. So. Sehr schön. Ein schöner Wendebogen hier hinten, ne? Wendehammer, Wendebogen, wie auch immer. Ich habe so gar kein Verhältnis dazu, wie voll der Wagen jetzt ist. Ja, wir fangen in der zweiten Reihe an. Ja, theoretisch könnten wir den Samen hiermit ersetzen. Hier kriegen wir sicherlich auch einen Frontlader ran. Dann könnten wir sogar den Dings ersetzen damit. So. Seht ihr? So einfach kann man schon wieder. So einfach kann man schon wieder sparen, indem man. Hier wird auch nichts sein, oder? Schade, dass man das immer so spät erst sieht. Nö, hier ist keins da. Aber Dings ist ja da, hier habe ich gesehen. Träubchen. Träubchen, mein Träubchen. Mal auf Außen und sich wechseln, damit wir ein Verhältnis haben dazu, was alles schon auf dem Wagen draufsteht. Und das war schon, oder was? Eigentlich ist er nicht voll. Schauen wir doch. Jetzt dürfte er voll sein, oder? Wir fahren noch mal kurz beim Öl vorbei, aber ich denke mal, da würde er jetzt wirklich zu voll für sein. Ausgerechnet, das wird. Ne, das hat er auch noch mitgenommen. Na, ist doch perfekt, was haben wir denn da? Wie kommen wir denn jetzt an? Achso, das ein Mehl hatten wir. Genau, stimmt ja. So, dann fahren wir doch mal zu Aldi, würde ich sagen, ne? Mit unserem kleinen Handy. Dafür ist er ja perfekt, würde ich sagen, ne? Also, geradezu grandios ist er dafür geeignet. Ziel setzen. Ab zu Aldi. Bist du zu Aldi? Das ist gar nicht Aldi. Hier ist Aldi. Jetzt fällt er doch hier rum. Okay, jetzt fällt er also auch rum. Auch nicht schlecht. War schon cool, ne? Auch ein uralter Fiat. Fendt 415 ist schon cool. So, sind wir mal die Jungs hier. Der ist natürlich gut in Arbeit und gut in Lohne Brot. Oh, da können wir uns jetzt gleich mal die große Dings noch anschauen. Die große Walz. Ich wusste das.
Funktioniert übrigens auch, das ist übrigens auch, was man in dem Spiel merkt, wenn ihr Breitreifen drauf habt, habt ihr natürlich auch einen höheren Wendekreis, was ja relativ logisch ist. Und das merkt man hier im Spiel auch. An der großen Walze störte mich bisher eben halt immer, dass der gerne aufhört einfach zu walzen. Ach, den 1050er, der springt hier nicht bei dem Wobbel. Nee, das ist ihm zu blöd. Das berührt ihn nicht. So, Walzen, die Mega-Roll, ja. Minimum 350 PS, okay, gut zu wissen. Das heißt, den könnte man theoretisch auch sogar mit 900 erfahren. Gut zu wissen. Vorteil ist eben halt, ihr schafft halt eine entsprechende Breite. Ne? Was haben wir gesagt? Ich tippe mal vom Namen, wenn es so hinkommt, wie ich mir vorstelle, 24,3 Meter. Ja, 24,30. Ich hab's mir fast gedacht. Was das Ding wiegt, werde ich gar nicht wissen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Hier steht es übrigens Mira und Ole. Ne? Wo man so zum. Total bescheuert. Und ja, wir beiden mögen Diddle-Romantik. Manchmal mögen wir das ganz gerne. Klingt bescheuert, ist es auch. Und was weiß ich was. Denkt euch, was ihr immer ihr wollt, mir völlig latte. Nachteil, wie gesagt, manchmal er wendet dann sogar mit dieser Walze. Und bleibt dann aber danach stehen, sauber gewendet. Und steht dann aber perfekt auch in der Spur. Also es gibt nicht mal einen Grund, sich irgendwie darüber zu beklagen, dass er gewendet hat. Ne? Also nur verstehen muss man es nicht. Das ist eben halt das eine mit dem anderen. Wo wir hier über Grasfelder nachgedacht haben, das hier könnte man theoretisch auch beides nehmen. Jetzt fahren wir die Kurve mal sauber. Boah, stell dir mal vor, ihr müsst wirklich auf die Gegenwehrspur, ne? Die hier könnte man beide nehmen, aber es ist eigentlich auch noch viel zu klein. Eigentlich müsste ich. Ja, eigentlich müsste ich die Felder hier unten alle, die hier unten am Haus habe, alle im Gras umwandeln. Aber dann habe ich immer noch so wenig Hafer. Hafer. So, hier an der Ecke kann man immer gerade so eben noch so durchfahren. Da hat uns der liebe Fat Action noch so ein bisschen Platz gelassen. Und das ist so, das ist auch wieder, ne? Weil viele Leute fragen mich dann, ja, Moment, du findest Fat Action cool, aber du findest zum Beispiel auch Ansgar cool, das ist auch zwei völlig andere. Ja, und gerade deswegen finde ich es cool, weil es zwei völlig andere Ansätze sind. Fat Action ist jemand, der macht hier so eine geile Karte, ne? Der kann das. Ne? Und Ansgar hat sich eher dem verschrieben, sag ich mal, wie soll ich sagen, auch über die Landwirtschaft zu berichten, wie es alles so läuft und ne? Was da alles so gemacht wird, und wir fahren schräg. Wirklich? Ja, ich glaube ja. Wir haben hier auch Steine gesammelt. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier. Egal. Jetzt fahren wir gerade, oder? Ne, wir fahren schräg. Oder? Ne, wir fahren gerade. Ne? So läuft er eben halt sauber. Und er schafft halt mit 24 Metern auch wirklich was. Ne? Aber wir haben halt das leidige Problem, dass er manchmal eben halt einfach meint, ach nö, du, jetzt habe ich auch genug gearbeitet. Ne? Jetzt schmeiße ich das Paket nur noch vor die Tür, wie so ein DPD-Fahrer. Ne? Und nein, ich will hier nicht jeden DPD-Fahrer verurteilen. Es gibt auch sicher sehr, sehr gute. Aber es ist schon auffällig. Ich gucke ja immer hier auch Dashcam-Videos und die craziest
Transporterfahrer sind immer, ne, die Herrschaften von dieser Firma. Ne? Das ist schon. So, hier läuft's auch. Ja, sind alle drei Saatmaschinen unterwegs, ne? Was soll ich machen? Hier ist auch schon fast kalt. Nachteil ist übrigens, wenn ihr. Kleiner Tipp, wenn ihr so wie ich. Ich habe jetzt Grüntee mit Ingwer drin. Also frischem Ingwer drin. Es empfiehlt sich, in einem Extraglas erstmal den Ingwer auszukochen und das auch wirklich zu kochen. Mit kochendem Wasser, sonst kriegt ihr den Saft da nicht richtig raus. Weil so ist das jetzt schon piehwarm und alles andere als lecker. Aber Semscha darf ja halt auch nicht über 80 Grad. Und dementsprechend habe ich das jetzt mal so gemacht. Ja, Regal, egal, Wollerwahl. So. Den hier müssen wir jetzt wieder auffüllen. Dann müssen wir die Biogasanlage gleich auch nochmal komplett anschalten. In der Hoffnung, dass wir ein Zehntel von dem, was wir jetzt investiert haben, da auch wieder reinkriegen. Und seht ihr, ich habe gar nicht so viel zum Auffüllen, zum Freiverkaufen, weil ich habe es ja im Endeffekt schon alles. Ach, hier ist er. Was mache ich denn hier? Hier muss ich doch hin. Ach, Mann. Ich habe es ja im Endeffekt schon verkauft. Müssen wir kurz mal reingehen und alles aktivieren. Was super interessant ist, ist aktivieren und aktivieren. Silage und Gülle ist klasse, verbläst nur massiv Silage und vor allem auch Dings. Schafft wohl, glaube ich, von der Effektivität sehr viel. Ja, ihr kriegt 2500 Strom raus. Ihr kriegt ja nur 160 Strom raus. Ja. Könnte man das deaktivieren? Man könnte das deaktivieren und könnte das aktivieren. Was aber immer noch V-Stromgülle ist, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht begriffen. Weil hier steht ja auch Güller, ne? Silage und Güller, ne? Und hier ist V-Stroh und Güller. Kommt halt auch viel von dem anderen Zeug raus. Ach, wir machen es aber. Was das V davor soll, weiß ich nicht. Wir machen es einfach mal so. Und wir sagen einfach mal Gülle einzeln deaktivieren. Auch und lassen das einfach so laufen. Mal sehen, wie das dann läuft. Habe ich noch nie gemacht in der Reihenfolge. Könnte was werden. Ja. Wichtig ist eben halt immer, ich habe jetzt natürlich, ich muss immer dran denken, dass ich ja zwei Dings habe. Zweimal Gülle abholen. Das Schöne ist, dass man bei Dings nicht dabei sein muss. Ja, er ist da. Der andere fährt nicht mehr dran vorbei, obwohl ich zentnerweise Platz gelassen habe. Vielleicht kriegen wir den Traktor wieder rein, den teuren, den wir jetzt gekauft haben. Ne? So wie hier im Spiel schön ist, ihr kriegt den Traktor in neu. Wertig, ne? Obwohl ihr den in echt natürlich ja nie in neuwertig kriegen würdet, ne? Also von daher, ja, man könnte noch Schokolade produzieren, aber mich nervt die Schokolade mal an, weil ich die im Notfall auch nicht bei mir verkauft kriege. Das ist eben halt immer ein bisschen doof irgendwie. Oh, 223. Den Traktor haben wir locker raus. Können wir eigentlich gleich mal zum Händler fahren und uns einen Frontlader holen, oder?
Und auch ein bisschen größeren Hänger für Stroh oder Hafer. Ich muss mir da noch was einfallen lassen, wie ich das am liebsten machen möchte. Bei den Pferden. Weil das muss man ja auch mit der Hand mischen. Also man muss ja per Hand sagen, die und die Menge fülle ich rein und nicht, das macht er ja nicht automatisch irgendwie. War für mich auch am Anfang echt immer verwirrend, dass er ja mal Futter angezeigt hat. Und es gibt hier ja etwas, was Futter heißt. Dieses Futter habe ich aber noch nie herausgefunden, wofür das ist. Kann mir das irgendjemand erklären? Ich freue mich über Kommentare, weil, ne, ich kann es mir nicht erklären. Boah, er hat ganz schön um die Kurven rum. Ja, und da hätte man jetzt auch selber fahren können. Wollte ich aber nicht. Ich wollte mal kurz hier zugucken, wie Hannes hoffentlich anständig nach Hause fährt. Oh, Hannes drückt ordentlich drauf. Ne? Das ist auch gut so. Ne? Also, jetzt habe ich hier halt Hafer drin in der Schaufel, was aber auch nicht wirklich Sinn macht. Ne? Eigentlich müsste man hier ein Gebäude hinmachen, wo man Stroh und Hafer reinmacht. Und das immer rausholen. Man könnte es natürlich auch drüben immer aus dem Container rausholen, aber jetzt habe ich ja das Ding drin und kann im Endeffekt kein Stroh machen. Deswegen habe ich ja den kleinen Wagen mit dem Stroh jetzt an dem Same dran. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Also hier ist noch nicht aller Welt Abend. Ja. Mehr Pferde möchte ich aber, glaube ich, auch nicht haben. Zwei sind gut, die können sich lieb haben und miteinander sprechen. Ja, und seht ihr, genau das meine ich. Ne? Ihr müsst dann aber zwar nur Helfer drücken wieder, aber kein Mensch weiß, warum er da anhält. Nicht mehr er selbst. Ne? Man hat einen Vorteil, ihr lauft nie Gefahr, dass er aufgrund seiner Breite irgendwie dem anderen zu nahe kommt, weil meistens bleibt er stehen. Ne? Da können wir theoretisch auch schon mal eine auf beiden Feldern, ne, hier können wir es nicht, hier müssen wir, glaube ich, am Ende ja noch querfahren, ne? Das macht er hier ja nicht sauber. Oder? Fährt er hier bis zum, ne, fährt nicht bis zum Schluss, ne? Oh, gleich noch mal gucken. Das ist die hofabgewandte Seite. Eigentlich soll er hier bis zum Schluss fahren. Doch, tut er auch. Da könnten wir hier zum Beispiel die kleine Walze laufen lassen. Da könnten wir super unseren 85 PS Same mitnehmen. Wo wir gerade davon sprachen. Für irgendwas muss er ja gut sein. Achtung! Way! Way! Ich finde ihn cool. Ich mag den total. Ich würde ihn auch nur ungern verkaufen. Das wird so einer sein, denn, wenn man hier so neben dem 9er, neben dem 7er schon sieht, viel mehr. Nicht 9er, 7er. Da denkt man schon, oh, ne? So, jetzt haben wir unsere Mini-Walze hier. Die schafft er auch locker. Der hat kein Frontgewicht, oder? Und da gibt es auch ganz viel, ne? Ne, gibt's nicht. Schafft er die? Ja, schafft er. Lustig. Oh, so kleine Italiener fährt eben halt auch 42, ne? Und der hier zum Glück auch überhaupt keine Kippneigung, ne? Die anderen haben ja alle Kippneigung, die Schmalspur-Traktoren. Der hat gar keine. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob der wirklich ob die Walze mit 85 auskommt. Ich gehe davon einfach mal aus.
Jetzt kommt das langwierigste hier immer. Das Ausklappen. Von da kann nichts kommen, weil da ist ja gerade... Ich gehe aber davon aus, dass er das kann. Kurz warten, bis der andere weg ist. Ui, das war knapp. So, jetzt aber. Der Satz. Oh ne, 15. Geht damit behende und leicht für sich um. Macht er. Sieht das überlegt, 85 PS. Der große Same meines Onkels hatte, glaube ich, 100 PS. Also, ne? Ist das hier wirklich mit der Größe schon der absolute Wahnsinn, ne? Wie sich auch die Motorleistung von Traktoren so über die Jahre verändert hat, ne? Das ist schon beeindruckend. So. Gerade, oder? Ungefähr. Ungefähr nicht. Das ist hier immer das Problem irgendwie. Ich könnte sogar einen Ticken so weit nach links rüberstehen. Ne, jetzt geht er. Oder? Ja, jetzt macht das richtig. So. Und damit war jetzt der nächste. Sehr schön. Wahrscheinlich hätte ich wieder nur spritzen müssen. Und den werden wir gleich mal umkonfigurieren. Ich glaube, der ist der ideale Kandidat für unseren Schafstall konfigurieren. Ne, wir Fendt, ja. Wenn wir Fendt haben, nehmen wir auch Fendt, ne? Gute Frage, ob das jetzt funktioniert. Mit dem Gewicht da vorne dran oder wo es hinten dann dran war, müssen wir uns gerne mal angucken. Der ist ja klasse, der Kleine. Finde ich jetzt schon klasse. Mag ich jetzt schon. Und hier seht ihr gleich mal, was ich mit Springen meinte. Wo der. Oh, der springt auch nicht wirklich. So, Frontlader brauchen wir. Frontlader. Ja, Fendt. Ja, hätte man nur installieren müssen, die Fendt-Frontlader. Ja, dann nehmen wir Hauer, ne? Wenn wir nichts anderes haben, ne? Nehmen wir Hauer, oder? Oder Quick. Ich bin immer nicht sicher. Ich bin eher für Hauer. Muss mal kurz umkonfigurieren. So, wir haben gesagt 155 PS.
Power 180, ja, muss er den nehmen. Kombination, Schaufel, Abut. Da passen 1000 Liter rein, okay. Mehr passt da nicht rein. Liter, da muss ich gegensteuern hinten. Gewicht, das ist ja auch nicht das Problem. Dann steuern wir Gewicht hinten halt gegen. Machen wir das Gewicht hinten ran. Hier noch. Hier finde ich auch cool, hier hat man Wert auf das Design des Dings gelegt. Auf das Design des der Kühlerhaube, aber wie kann wir denn auf das Design der ja ein bisschen größere Schaufel ist schon in Ordnung, genau, Radgewicht hier hinten, ne? Sollte gehen. Naja, jetzt haben wir es ja. Den kleinen Schaufel dann lieber wieder verkaufen. Zack. Tschüss, war schön mit dir. Dir Geld verschwendet. Ja, ich mag ihn jetzt schon. Wir haben die auf Lichtdesign noch nicht so viel Wert gelegt, das war damals sowieso. Wobei damals, der kann noch nicht so alt sein, wie gesagt, der hat einen Bildschirm ja drin, der muss so 2000er oder was weiß ich was Jahre sein. Und springt bei. Und springen. Ja. Vielleicht behalten wir auch beide einfach. Mal gucken. Was mit dem hier, glaube ich, definitiv nicht gehen dürfte, ist durchzufahren. Vor allem jetzt mit der breiten Schaufel. Kriegen wir nicht weg. Genauso wenig wie hier wahrscheinlich, oder? Ja, die meisten Flecken bleiben einfach. Ich finde, der fährt sich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Hätte ich den doch genommen, okay. Er fährt sich für mich fast besser wie ein Radlader. Ja, gefällt mir besser, muss ich wirklich sagen. Können wir ihn ausprobieren, aber da werden wir nicht durchkommen. Ist er, ja, ist natürlich eine Ecke größer und passt er hier überhaupt rein. Aber auch gerade so eben. Also durchfahren können wir damit nicht. Ne, können wir nicht. Wenn wir so raus, geht aber auch noch, ne? Ja, geht gerade so. Den lassen wir durchgehen. Definitiv. Wenn wir das in Zukunft damit machen. Ich schlage mal vor, wir fahren mal eben. Wir fahren mal eben das Stroh hier weg. Und den Hafer. Achso, können wir gar nicht. Hey. Reicht das noch? Ja, das reicht noch. So, jetzt muss ich der Träger kurz langweilen.
Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Den Hänger werden wir nicht mehr brauchen, glaube ich. Diese Mengen fahren wir ja nicht rein da bei den Pferden. Und so traurig wie es sein wird, auch Herr Same wird, glaube ich, seine Schuldigkeit getan haben. Ich wundere, das ist immer ein bisschen komisch bei mir, wenn ich dieses Drehen in Ansicht passiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir von einem auf den anderen übergeben können. Da bin ich mal gespannt. Weil das wäre natürlich das Allercoolste, dann sind wir das Problem gleich los. Ich mag den zwar, den Kleinen hier, muss ich aber wirklich sagen. Geht. Aber brauchen du ihn eigentlich nicht? Nicht, wenn ich was habe, mit dem ich noch universeller arbeiten kann. Goodbye. War schön mit dir. So, du verlierst den Anhänger jetzt. Hallo? Jetzt. Oh, der ist noch dran, sehr gut. Wichtig ist immer ein Gegengewicht hinten zu haben, für den Fall, dass man doch mal was Schwereres lädt. Aber gutes Gegengewicht hinten dran ist natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ausladen so. Aber jetzt haben wir Gegengewicht plus Reifen. Das reicht auf jeden Fall. Er ist natürlich nicht ganz so wendig wie der Kleine. Voll, wir brauchen halt nichts. Und wie wir gelernt haben, Hydraulik immer nach unten zum Entlasten. Ja, ach, er hat mal wieder Pause gemacht. Jo, ich fahre eine Bahn und dann trinke ich erstmal einen Kaffee. Und jetzt steht er noch nicht. Oh, Alter! Dein Ernst? Jetzt steht er nicht mal mehr gerade hinterher. Vorher stand er ja wieder so gerade hinterher. Jetzt steht er nicht mehr gerade hinterher. Oh, das dann auch noch. Okay, das ist der Grund, warum ich das Ding hasse. Und warum ich wahrscheinlich gleich wieder auf den kleineren umsteigen werde. Weil es einfach mehr Arbeit ist, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Ne? Müsste jetzt gerade, nee, jetzt müsste es ungefähr gerade sein, oder? Jetzt müsste es ungefähr gerade sein. Das ist natürlich ganz großer Müll, ne, bist du auch nicht. Jetzt ziehst du nach links rüber. Das ist halt nervig. Ich weiß, hat man nicht, wenn man hier diese automatischen Fahrraddinger hat, dann hat man das nicht, aber ich will das nicht. Ich will maximal mit diesen Helfern spielen. Und sowas nervt dann schon, finde ich. Also das ist dann schon doof, wenn er dann nicht mal mehr danach gerade steht und ich jetzt auch wieder Versatz drin habe. Dann bringen wir auch die 24 Meter fast nichts. Ne? Also, so, hier ist fertig. Kann gleich den nächsten
machen, dann nehme ich lieber kleinere Balzen und fahre häufiger, als dass ich mich darüber ärgere. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt überlege ich wirklich, ob ich hier Gras anpflanze. Ich habe jetzt zwei große Felder mit Hafer. Für die Pferde werde ich das nicht verbrauchen und für die, ja, fürs Müsli auch nicht. Hier unten wollte ich auch noch mal grubbern und noch mal neu machen. Ich weiß nicht gerade, ob ich hier Wiesen draus mache. Aus diesen drei Feldern. Weil im Endeffekt wäre es das Sinnvollste. Wir sind mit am dichtesten dran am Hof. Ja, machen wir. Haben wir uns entschieden. Wir machen Gras draus. Aus allen drei Dingen. Klingt verrückt, ist aber, glaube ich, eine extremst gute Entscheidung, weil wir unten viel schnell am Hof sind. Wir können schnell mal so ein Ding abernten. Wir können schnell mal das Zeug einholen. Und auch echt noch Minus, okay. Wir können schnell bearbeiten. Alles das geht, alles schnell, schnell, schnell. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich weiß, das hatten wir schon mal. Was mache ich denn jetzt hier? Okay, wir drehen wir eben eine Runde. Genuss jetzt rückwärts zu. Ja, würde man im Realen natürlich nicht machen, vor allem hier nicht durch 20 Büsche durchfahren. Ja, gut, den Traktor wird sich interessieren. Ob die Maschine dabei so heil bleibt, ist noch die nächste Frage. So. Wir wollen Gras. Ich will Gras, ich will Spaß. Er steht schräg. Halt. Jetzt steht er nicht mehr schräg. Theoretisch jedenfalls nicht. Nö. Geht, geht, geht. Sehr schön. Dann machen wir hier auf den unteren Feldern Gas. Dann haben wir drei Haferfelder. Hier können wir jetzt mal eben kurz auch das von drüben holen. Haben aber auch massenhaft zu tun. Also es ist jetzt nicht, dass hier Langeweile aufkommen würde. Ne? Wenn, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich. Also, hier ist ja die Gülle nicht am Container, sondern daneben. Was für mich jetzt auch keine wirkliche Logik hat, aber. So, dann füllen wir hier auch mal auf. Sehr schön. Mal 15.000, sehr gut. Ich denke mal, wir werden gleich, wenn die Walze das gleiche Problem gleich wieder macht, dann steigen wir auf kleine Walzen um, dann hilft es nichts. Das nervt mich viel zu sehr, als dass ich da nicht. Ne? Wir haben die kleinen Walzen, so ist es ja nicht. Also nicht so eine kleine. Wie jetzt oben mit einem Samen ist. Ja, der Dings geht aber trotzdem mit rüber. Der Ingwer. Warum Ingwer? Einfach für die Gesundheit. Oh, ja. Hätte man aber auch mal Feuer anhalten können, Herr Same, ne? Ich weiß, ist schwierig, ne? Manchmal ist man halt ein bisschen bockig, ne?
muss aber ja auch jeden Mitarbeiter immer kontrollieren. Ne? Ist wie im echten Leben. Ne? Ist wie im echten Leben. Ne? Ich mag auch den Sound, den mag ich total gerne, diese Rolle. Na, komm, leg los. Ah, geht auch los. Mrs. Sauber. Oh, jetzt hat er wirklich das tatsächlich richtig gemacht, schau mal. War doch so, oder? Ja, wirklich hat das auch so, also wenn er es gehört hat, dass er verkauft werden soll, ne? Aber hier können wir auch schon den nächsten losfahren lassen, da können wir auch einen 700er dafür nehmen. Mit der kleinen Walze, da brauchen wir keinen großen für fahren lassen. Wenn wir schon Geld verschwenden, dann nicht dafür. Ne? Klingonisch ist aber so. Wir haben auch hier unsere Spritztraktoren, haben wir ja auch komplett in 700 gehalten. So. Ja, dann sind wir auch schon wieder fast eine Stunde dabei, oder was? Dann müssen wir auch gleich mal die nächste Folge anfangen, sonst wird es, glaube ich, zu lange und zu weilig für euch, ne? Aber ich finde, so ein Oster-Special hat natürlich auch was, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ne? Ist der jetzt wirklich nicht weiter? Ah ne, der hat ja gerade mit Gras angefangen, ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Ach, oben Hafer müssen wir auch noch machen. Wir werden auf jeden Fall noch zwei, drei von diesen Walzen kaufen. Die fressen ja kein Brot. So. Gerade ich und irgendwie habe ich das Gefühl, normalerweise habe ich mit sowas überhaupt kein Problem. Aber irgendwie hier habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr gerade gucken. Das ist mit dem ganz mal nicht so schnell wie mit dem anderen, aber. Der kommt jetzt gerade nicht hier links, ne, perfekt. Ist halt nicht so effektiv wie mit der breiten Walze, aber Walzig Matilda. So, und wir gehen in Folge Nummer 2 über, ich sag's euch, und werde dann auch noch eine zweite Folge hochladen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.